Welcome to the Professor Christoph Menke. We have today the possibility, the opportunity to discuss with Professor Christoph Menke because we have decided as Hegel-PD research group to mention the book Autonomie und Befreiungsstudien zu Hegel, published by Zorkamp in 2018, I think, 18. That's right. We decided to award this book with the Hegel-PD Prize for 2021. The Hegel-PD Prize is not intended to reward the best book or the best article on Hegel. Rather, the prize intends to point out a text that, in our opinion, after our discussions, brings some significant, original, and new contribution to the discussion around Hegel's philosophy. Not only that, we tend to award a book that lends itself to discussion from multiple points of view, that is open to an overall perspective on Hegel's philosophy, that is able to connect consideration of Hegelian philosophy with the problems of our time. And for these motivations, we decided to give the award to this book of Christoph Menke. Following the awarding of the prize of 2020 to Angelica Nuzzo's book, Approaching Hegel's Logic Obliquely, Melvin Moliere Beckett, we decided, as I told, to signal Menke's book. As with it, Menke has shifted, in our opinion, the debate that had characterized the so-called American interpretation of Hegel by bringing them within a territory that decisively involves the critical dimension, that is, that makes the critical dimension the key to understanding Hegel's philosophy, and in particular the central concept of Hegel's philosophy, namely the concept of freedom. A few words about Professor Menke. Christoph Menke is professor of praktische Philosophie mit Schwerpunkt politische Philosophie und Rechtsphilosophie at the Goethe University of Frankfurt am Main. His research interests concern aesthetics on the one hand and practical philosophy on the other hand, and the connection between aesthetic and practical philosophy, and have a classical journal philosophy, but also the hermeneutic and extractive tradition and critical theory as central places of elaboration of these topics. Some titles of his production: Die Souveränität der Kunst, Ästhetische Erfahrung nach Dorn und Derrida, Frankfurt am Main 1988, und dann eine überarbeitete Version in 1991. And I shifted it from English to German, sorry, and then 2012. Tragödie im Sittlichen, Gerechtigkeit und Freiheit nach Hegel, Frankfurt am Main, 1896. Spiegelung der Gleichheit, politische Philosophie nach Adorno und Derrida. Die Gegenwart der Tragödie, Versuch über Urteil und Spiel. Kraft, ein Grundbegriff ästhetischer Anthropologie. Dann Recht und Gewalt, der gerade jetzt auf Italienisch übersetzt war, mit der Titel Diritto e Violenza. Und in 2018 Autonomie und Befreiung, Studien zu Hegel. The book we awarded, Autonomie und Befreiung,
takes as its starting point one of the classic places in the literature on post-Kantian philosophy of the last two decades, namely the so-called autonomy paradox. The autonomy paradox can put it in this way. If autonomy is the ability of the subject to be normative to itself, and freedom is the obedience to the law that the subject gives to itself, is the normative act the act that produces the law a free act or not? Menke considers the Kantian rearticulation of this concept, and he says that this, as of the Kantian rearticulation, is an expressionist version of the paradox of the notion of autonomy and against the legalistic dimension of the autonomy notion. And especially then, the Hegelian rearticulation of the concept of autonomy, where the nexus of freedom and law that constitutes the concept of autonomy finds its justification in the practical relation of participation in a practice. As a participant in a praxis, the subject is constituted by the same laws that constitute the praxis. It is from this, which was the result of American readings of Hegel, and in particular that of Pippin, that Menke's analysis begins, who precisely, with respect to those readings, shifts the focus, on the one hand, to the notion of befreiung, and thus to freedom as a process of liberation, and on the other hand, to the notion of second nature, understood as the background from which the critical notion of befreiung takes on meaning. What is central to Menke's analysis is what we can call the dialectic of befreiung, of liberation, which is the title of the first part of the book, The Dialectic of Liberation. The fact that befreiung tends to consolidate into a non-freedom or a situation of domination. The concept of befreiung always refers back to a non-freedom that is itself genetically the product of a befreiung. The second part of the book, which is entitled Kritik und Affirmation, highlights the connection between befreiung and kritik, and especially highlights how critique, by addressing something that is produced by befreiung, is necessarily an immanent critique of befreiung. In contrast, the final section is devoted to the notion of affirmation, that is, to reading befreiung in terms not only negative as freedom from something, but also affirmative as freedom of. Here, the meaning of freedom as affirmation is explored in this last part of the book. Menke's book is a proposal for a critical theory of society in which society, and this is the main point in my opinion, in which society is both and at the same time the locus of freedom and the locus of domination. So we have now the possibility to listen a sketch of the book by the Professor Menke, and then we have the possibility, the opportunity to discuss with him on the main topics of the book. So the floor is yours. And thank you again for being here in Panama. No, I have to thank you, and I want to thank you for inviting me. And of course, most of all, I feel deeply honored for
being awarded this prestigious prize, especially since this is a book which is not really a book. It's a series of chapters in which, as you already said, I tried to explore without claiming to exhaust the topic, certain venues that one could take with and through Hegel's work in order to answer the question that you already outlined, namely the question for freedom and liberation. But before I begin to present maybe, as you said, a brief sketch of the argument, I just would like to raise the question of language. So you told me I should speak in German. What would you prefer? German is fine. Everybody? So I could easily improvise an English translation whenever it's necessary. So just raise your hand, tell me that I have to explain it again in English. But then if that's fine with you, I would just continue in German. Okay. And then we see. The discussion can be in German and English. Unfortunately, I'm not able to discuss with you in Italian. So that would of course be the right thing to do, but I'm not able. Also nochmal herzlichen Dank und für diese Einladung, für die Anerkennung des Versuchs und auch für die Anerkennung, die jetzt gar nicht mich jetzt nur individuell betrifft, sondern für die Anerkennung eines bestimmten Umgangs mit Hegel, nicht? Dass wir mit einem Werk wie Hegels Werk versuchen, so umzugehen, dass wir versuchen, durch das Werk zu lernen, wie wir bestimmte Probleme richtig stellen und formulieren müssen, viel mehr als vielleicht Lösungen dafür zu finden, sondern erst einmal zu verstehen, was überhaupt die richtige Weise ist, das Problem zu stellen. Und für mich war die wichtige Frage, die richtige Weise zu verstehen, wie man die Frage nach der Freiheit stellen sollte. Und dass wir also, und das, was ich glaube, gelernt zu haben aus Hegels Texten ist, aus Hegels Zugang zu der Frage, dass wir die Frage gar nicht so sehr so verstehen sollten, wie was Freiheit ist, sondern wie Freiheit ist. Wie gibt es sie überhaupt? Ja, man könnte sagen, in diesem Sinne, wenn man ein bisschen hochgegriffen sprechen will, die ontologische Frage zu stellen, was ist die Seinsweise? Was ist die Weise, in der Freiheit da ist und für uns da ist? Und mir scheint, also ich möchte mit diesen Begriffen Autonomie und Befreiung, ohne damit zu sagen, dass das der Begriff der Autonomie ist, sondern nur eine mögliche Verwendung des Ausdrucks, sagen, mit dem Autonomiebegriff verstehen wir oder bezeichnen wir häufig die Freiheit so, dass die Freiheit ein Vermögen, ja, ein Vermögen des Subjekts ist, eine bestimmte Fähigkeit oder eine bestimmte Weise, wie wir Vermögen haben, während Befreiung, das sagt ja schon der Ausdruck, zunächst mal die Freiheit prozessual versteht. Wenn ich gesagt, es ist nicht ein Vermögen, das wir haben, in dessen Besitz wir sind, sondern ist ein unendlicher Prozess, wobei die Unendlichkeit dieses Prozesses nicht so zu verstehen ist, dass sie, wie Hegel immer wieder kritisiert, die unendliche Annäherung an ein Ziel, das wir leider nicht erreichen können, sondern das Ziel ist gerade diese unendliche Annäherung selbst. Ja, so dass es also nicht ein mangelhaft, eine Unendlichkeit aus Mangel, sondern eine Unendlichkeit der Vollendung ist. Das ist die Richtung, nicht, in der meine Überlegung oder meine Frage in diesem Buch geht, wie können wir diese Prozessualität der Freiheit, in der sie ist oder besteht, richtig verstehen. Und das heißt auch, wie Luca schon gesagt hat, dass wir sie auch so verstehen müssen, dass der Prozess der Freiheit immer wieder sein eigenes Gegenteil hervorbringt, Knechtschaft, Gewohnheit, Unfreiheit hervorbringt, sodass die Befreiung auch die Befreiung von dem, was die Befreiung selbst hervorgebracht hat, ist. Also die Befreiung ist die Befreiung von sich selbst, die Befreiung der Befreiung im doppelten Genitivsinn, subjektiv und objektiv. Nicht die Befreiung führt immer wieder in Form der Knechtschaft, und zwar nicht aus Scheitern, sondern konstitutiv, sodass die Befreiung eine Befreiung der Befreiung von sich selbst sein muss. Gut, das möchte ich ein bisschen versuchen zu erläutern, diesen dialektischen Prozesscharakter der Freiheit, und das mache ich in vier kurzen Schritten. Ich hoffe, wenn es zu lang wird, sagst du mir Bescheid, dann kann ich jederzeit aufhören. Ich will zunächst
nochmal sagen, also und wenn wir Freiheit als Autonomie verstehen, dann wird es meistens so verstanden, dass wir sie noch einmal als das Vermögen zur selbstständigen Befolgung, das heißt Anwendung, Auslegung und Veränderung von Regeln oder Gesetzen verstehen. Und der Ausdruck, mit dem der deutsche Idealismus und dann auch Hegel das besetzt hat, ist diese Ausdrücke Anwendung, Auslegung, Befolgung von Gesetzen. Dieser Ausdruck, der Ausdruck, der benutzt wird, ist Setzung. Ja, Autonomie wäre also das Vermögen der Setzung von Gesetzen. Ja, im Deutschen kann man damit spielen, in anderen Sprachen nicht. Aber ja, also Normen, könnte man sagen, sind gesetzt, ja, aus Freiheit gesetzt. Und mir scheint, dass Hegel diesen Setzungscharakter, also Freiheit, die Freiheitlichkeit von Gesetzen als ihr Gesetztsein zu verstehen, von Anfang an befragt. Er tut das am Anfang so, dass er mit vielen anderen Zeitgenossen, so unter anderem Schiller, eine Kritik des Gesetzes formuliert, in der Normen, die den Charakter von Gesetzen haben, irgendwie als unterdrückend dargestellt werden. Ja, sie unterdrücken unsere Sinnlichkeit, sie unterdrücken unsere anderen Bestrebungen, also sie haben irgendwie einen repressiven Charakter. Nicht? Man könnte das eine ethische Kritik des Gesetzes nennen, weil das Gesetz so vorgestellt wird, dass es eine Gestalt von Normativität ist, die ein gutes Leben unmöglich macht. Aber ich glaube, schon diese frühe Kritik würde man unterschätzen, wenn man nur glaubt, dass hier nach den Folgen des Gesetzes für unser Leben gefragt wird. Die Frage ist, die Hegel eigentlich interessiert, ist, wie wird die Weise, die Seinsweise des Gesetzes verstanden? Wie können wir Regeln, Normativität generell so verstehen, dass sie in der Form von Gesetzen da ist? Und Hegels Gegenthese in den frühen Schriften besteht darin zu sagen, dass Normen nicht in der Form von Gesetzen, also von etwas, das wir eingesetzt haben und das deshalb in der Form des Gesetzten besteht, verstehen können, sondern wir müssen Normativität so verstehen, dass sie ist. Ja, das ist eine überraschende Antwort. Ihr sagt also nicht Gesetz, sondern Sein. Ja, mit Y geschrieben, das fand Heidegger gut, aber das ist nicht wichtig. Ja, also Gesetze sind nicht, also Normen sind nicht Gesetz, sondern Normen sind. Ja, sie sind, wie Hegel auch sagt, sie sind unser Leben. Sie sind so da, dass wir sie leben, diese Normen. Sie sind also immer schon wirklich in Vollzügen. Und sie werden also nicht eingesetzt und dann angewandt, sondern sie werden in den Vollzügen des Sprechens zum Beispiel, wenn ich jetzt spreche, ist Normativität ist einfach in diesen Vollzügen gelebt da. Ja, wenn ich jetzt rede, folge ich nicht einer Regel, die ich eingesetzt habe, die ich anwende, sondern ich lebe die Sprache und in dieser Sprache, in dem Leben der Sprache, ist die Normativität da. Das ist der erste Schritt, den ich zunächst einfach mal mitgehe und zu sagen, also dieses Setzungsparadigma ist ungeeignet, um die Daseinsweise von Normen und insbesondere die freiheitliche Daseinsweise von Normen zu verstehen. Ich denke aber auch, dass der nächste Schritt, den Hegel sehr rasch gemacht hat, ist jetzt egal wann in seinem Leben, aber nach den Frühschriften, dann nicht, das redet er nicht mehr davon oder denkt, dass es nicht ausreichend ist zu sagen, dass Normativität, zum Beispiel die Regeln der Sprache, einfach da sind oder dass sie gelebt sind, sondern dass wir sie so verstehen müssen, dass sie geschichtlich da sind. Ja. Das heißt, das ist, glaube ich, der wesentliche Schritt, den Hegel dann macht, zu sagen, die Weise, wie Normativität, auch die Normen wiederum der Sprache da sind, ist, dass sie geschichtlich werden, ja, dass sie geworden sind und werdend sind und damit auch veränderbar sind. Also der Begriff der Geschichte ersetzt, scheint mir in meiner Deutung, ersetzt irgendwann den Leitbegriff des Seins oder des Lebens, den Hegel zunächst mal dem Setzungsparadigma der Normativität gegenübergestellt hatte. Und was heißt hier Geschichte? Geschichte ist ein Prozessbegriff natürlich, soll Prozesse so begreifen, dass sie nicht also in irgendeiner Weise biologisch und natürlich als Evolution modelliert werden können, sondern Geschichte ist nichts anderes als der Prozess der Selbsthervorbringung der Freiheit. Nicht also Normen geschichtlich zu verstehen, heißt sie so zu verstehen, dass diese Prozessualität die Manifestationsform der Freiheit ist, aber nicht als etwas,
was vor der Geschichte schon besteht, sondern was in der Geschichte sich selbst hervorbringt. Also die Geschichte bringt, in der Geschichte bringt die Freiheit als dasjenige, das sich in der Geschichte manifestiert, selbst erst hervor. Es ist der Prozess der Selbsthervorbringung der Freiheit, den Hegel sozusagen mit dem Begriff der Geschichte oder, wenn Sie so wollen, mit dem Begriff des Geistes, das ist aber hier egal, das sind Begriffe, die austauschbar sind, zum Thema macht. Nicht? Wie können wir diese Selbsthervorbringung der Freiheit verstehen, die so etwas wie Geschichtlichkeit überhaupt erst ausmacht? Also das heißt, es gibt keine Geschichte ohne Freiheit, es gibt keine Freiheit ohne Geschichte. Und jetzt scheint mir, gibt es hier eine grundlegende Alternative, die diesen Geschichtsbegriff, den Hegel uns zum Thema gemacht hat, um die Freiheit zu verstehen, weiter zu explizieren. Und hier wird eine Unterscheidung für mich wichtig, also sagen wir mal eine strategische Unterscheidung, zunächst mal nur eine theoriestrategische Unterscheidung, die Luca auch schon genannt hat, nämlich es gibt eine Weise, die Geschichte der Freiheit zu verstehen, die nenne ich jetzt ein bisschen polemisch abkürzend die linkshegelianische Version. Und wenn Sie an gegenwärtige Autoren denken wollen, sind das dann denke ich dabei an Autoren wie Axel Honneth, Terry Pinkert, Robert Pippin. Und deren Grundidee scheint mir darin zu bestehen, dass sie die Geschichte der Freiheit so begreifen, dass die Geschichte darin besteht, dass Freiheit ausgeweitet, reformuliert, vertieft wird in Konflikten um das richtige Verständnis, in Kämpfen um das richtige Verständnis von Freiheit. Das berühmte Schema für dieses Verständnis von Geschichte, das Hegel verwendet, ist, wenn er die Weltgeschichte sagt, erst war einer frei, ja, der persische Tyrann sozusagen, dann waren einige frei, die griechischen weißen Männer, ja, die in Athen geboren wurden, und dann wurden schließlich über das Christentum und die Moderne alle frei. Das wäre so ein Verständnis, die Freiheit wird erst begrenzt verstanden und dann gibt es Kämpfe um diese Begrenzung, dann wird sie ausgeweitet und dann wird sie immer universaler verstanden, immer tiefer verstanden und so weiter. Und mir scheint, dass dieses Modell natürlich seine Richtigkeit hat, aber dass es die Frage in gewisser Weise zu spät ansetzt. Nämlich, dass, wenn wir die Geschichte so verstehen, dass sie aus Kämpfen um die Ausweitung und die Vertiefung der Freiheit besteht, dass sie immer schon annimmt, dass es so etwas wie Freiheit überhaupt gibt. Dass es die Idee der Freiheit, den Gedanken der Freiheit und auch Praktiken der Freiheit schon gibt. Sodass wir mit Marx eine Unterscheidung bei Hegel, glaube ich, einziehen müssen, dass Hegel diese Unterscheidung auch schon selber macht, nämlich zwischen dem, was Marx dann die Vorgeschichte nennen wird, und die eigentliche Geschichte. Das heißt, wir müssen die Frage nach der Vorgeschichte der Freiheit verstehen. Ja, wie kam es überhaupt zu der Stelle, zu der Schwelle, könnten wir sagen, in der Geschichte, in der Freiheit als Idee und als Praxis überhaupt erst hervorgekommen ist? Oder wenn Sie jetzt von Geschichte nicht nur weltgeschichtlich sprechen wollen, sondern individualgeschichtlich, wie wird aus einem Individuum, das als natürlich biologisches geboren wird, ein Infant, das nicht sprechen kann, wie wird das zu einem Subjekt, nicht, das überhaupt sich die Frage nach der Freiheit zu stellen vermag und dann Kämpfe beginnen kann mit seinen Eltern, mit seinen Lehrern, um seine Freiheit auszuweiten? Ja, also wie ist diese Schwelle zu denken, die zu dem Punkt überhaupt erst hinführt, an der wir Kämpfe um Freiheit modellieren können und durchkämpfen können? Also die Frage nach der Vorgeschichte der Freiheit, klassisch gesagt, es geht um die Frage von Natur und Geist. Ja, wie kommt, was ist das, was ist der Sprung, wie ist der Sprung modellierbar, wie ist der Sprung denkbar, der von natürlichen Bestimmungen zur Hervorbringung von geistigen Ordnungen und Praktiken und Fragestellungen hinführt. Und also in der Frankfurter Tradition, an die Luca auch schon erinnert hat, nennen die Naturgeschichte. Das heißt, die Geschichte selber doppelt sich nochmal in sich selbst, in Natur- und Geistesgeschichte. Und das ist nicht einfach eine Abfolge zweier Schritte, sondern die These ist, und das werde ich versuchen, gleich ein bisschen inhaltlich zu beschreiben, die These ist, dass wir den Prozess der Geschichte des Geistes anders verstehen, wenn wir ihn so verstehen, dass er dass er unter der Voraussetzung dieser
vorgeschichtlichen Emergenz, ihrer vorgeschichtlichen Bildung und Hervorbringung von Freiheitlichkeit, von Subjektivität selber erst aufruht und andockt. In dem Buch, für diejenigen, die entweder schon reingeguckt haben oder reingucken wollen, versuche ich das zum Teil in der Unterscheidung eines genealogischen Geschichtsbegriffs und eines phänomenologischen Geschichtsbegriffs zu beschreiben. Aber das lasse ich jetzt beiseite, das können wir gerne in der Diskussion nochmal aufgreifen. Und meine These ist, und auch das ist schon genannt worden, ist, dass wir, wenn wir den Prozess der Geschichte als Geschichte der Artikulation, der Ausweitung und der Erkämpfung von Freiheit verstehen, wenn wir diesen geschichtlichen Prozess von seiner Natur oder vorgeschichtlichen Voraussetzung aus neu modellieren und verstehen, dass wir dann in diesem Prozess der Geschichte, in dem Prozess der Freiheit eine Dialektik oder eine geradezu gegenläufige, gegenstrebige Logik entdecken. Nämlich wir entdecken, dass bei Hegel oder Hegel entdeckt in seiner Geistphilosophie, dass es keinen einzigen Schritt gibt, in dem nicht in dem der Geist ein Akt der Manifestation seiner selbst, der Verwirklichung seiner selbst macht, in dem er nicht immer schon zugleich auch einen Moment des Verlustes seiner selbst produziert. Ja, das heißt, denken Sie zum Beispiel daran, wie er Gewohnheit analysiert, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Nicht Gewohnheit ist einerseits für Hegel die Manifestationsform des Geistes und der Freiheit. Und zugleich sagt er, dass in der Gewohnheit es eine Dimension gibt, in der der Geist als Verlassener ist. Ja, das ist natürlich christologisch gedacht. Ja. Das ist eine Anspielung auf Markus, nicht wo Gott, Jesus, am Kreuz sagt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das heißt, die Verlassenheit durch den Geist ist eine notwendige Seite seiner Selbstrealisierung in Produkten wie Gesellschaft, Gewohnheit, der Natur. Das ist eigentlich die These. Nicht? Es sind eigentlich zwei Thesen, die hier als zwei Seiten von einer verstanden werden. Methodisch. Wir müssen den geschichtlichen Prozess der Verwirklichung des Geistes von seiner vorgeschichtlichen Voraussetzung aus betrachten. Inhaltlich bedeutet das, wenn wir diese methodische Perspektive einnehmen, wir entdecken in dem geschichtlichen Prozess eine Gegenläufigkeit, eine Gegenstrebigkeit, in der Verwirklichung des Geistes und Selbstverlust des Geistes zwei Seiten desselben Prozesses sind. Der Begriff, das hatte ich schon genannt, mit dem Hegel, die Theorie, in der Hegel dies auf den Begriff zu bringen, versucht oder vermag, meines Erachtens, ist der Begriff der zweiten Natur. Nicht der zweiten Natur, für den dann konkrete Phänomene so etwas sind wie Gewohnheiten. Und die These ist hier also wieder nochmal einfach formuliert, nicht? Das zweite Natur ist das Produkt von Prozessen der Bildung, wie Hegel auch sagt, von Prozessen der Herausbildung von sozialen Formen und der Einbildung des Subjekts in diese sozialen Formen. Ja, wenn ich als Subjekt gebildet werde, wenn ich zu einem Subjekt gebildet werde, werde ich zu einer Instanz der Realisierung sozialer Formen. Das ist der Prozess der Bildung. Der deshalb impliziert, nicht, dass Hegel das, was er in seinen Frühschriften eben Sein genannt hat, wenn Hegel in seinen Frühschriften sagt, wie existieren Regeln, sie existieren so, dass sie sind, dann analysiert er dieses Sein der Gesetze in seinen späteren Schriften so, dass sie soziales Sein. Das Sein von Gesetzen ist Sozialität. Sie bestehen nur als soziale Realität und diese soziale Realität wiederum besteht nur als subjektive Realität, besteht nur so, dass sie sich realisiert durch Subjekte. Insofern rückt der Begriff der zweiten Natur in dieser Frage danach, wie gibt es überhaupt Freiheit, wie gibt es überhaupt Subjektivität, wie gibt es überhaupt Geist ins Zentrum. Es gibt sie nur so, dass sie als zweite Natur existiert. Insofern, das ist die eine Seite,
heißt zweite Natur, heißt Gewohnheit, Sprache, Sozialität, ist oder sind zweite Natur, Gewohnheit, Sprache, Sozialität Effekte des Geistes, Effekte der Verwirklichung des Geistes, insofern Medien der Freiheit. Und zugleich, das ist jetzt die Rückseite der zweiten Natur, die Hegel analysiert, und damit, das ist die Stelle, an der bricht er mit der Theorie der zweiten Natur, wie wir sie aus dem Aristotelismus kennen. Hegel ist kein Neo-Aristoteliker in meiner Lesart. Diese zweite Natur gibt es nur so, das ist bei Hegel durchaus hoch dramatisiert in der Erzählung, so dass sie Operationsformen hervorbringt oder aus Operationsformen besteht, die, wie ich vorher schon sagte, geistverlassen sind oder wie auch sagt, automatisch oder mechanisch sich vollziehen. Das heißt, wie lernen wir eine Sprache? Wir lernen eine Sprache, indem wir nachplappern, ja? Mechanisch reproduzieren, was uns vorgesagt wird. Ja? Also als Kind sage ich Auto, da sagen meine Eltern, nein, Buch. Ja? Und dann sage ich das auch, ja? Nochmal. Ja? Aber natürlich verstehe ich in dem Moment überhaupt nichts, sondern ich reproduziere mechanisch eine bestimmte soziale Form. Und diese Mechanizität, dieser Mechanismus, ist konstitutiv für die Existenz sozialer Formen. Es gibt keine sozialen Formen, die nicht an diese mechanische Unterseite an sich haben und nur in der Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Mechanizität überhaupt Geistformen sein können. Also das scheint mir Hegels, ich glaube, tiefer Einsicht zu sein. Nicht? Also ihr könnt es auch nochmal so sagen, der Begriff der Geschichte führt, indem man zum Begriff der zweiten Natur führt. Also er sagt, Geschichte zu denken heißt, die Herausbildung zweiter Natur zu denken. Und zweite Natur zu denken, hatte ich schon gesagt, heißt Gesellschaft zu denken. Also Hegel ist Geschichtstheoretiker und damit notwendigerweise Gesellschaftstheoretiker. Nicht, weil es die Formen des Geistes, der Freiheit nur in sozialer Gestalt gibt. Aber er geht gleich auch noch einen Schritt weiter. Er geht gleich noch einen Schritt weiter, nämlich entwickelt den Begriff der Gesellschaft selber schon als einen kritischen Begriff. Ja, er ist nicht nur Gesellschaftstheoretiker, sondern er ist Gesellschaftskritiker. Und zwar nicht Kritiker jetzt bestimmter einzelner gesellschaftlicher Formen, das alles auch, sondern er ist ein kritischer Denker der Gesellschaftlichkeit, der gesellschaftlichen Form als solcher, weil er zeigt, dass die gesellschaftliche Form einerseits die Bedingung der Möglichkeit von Freiheit ist und andererseits einen mechanischen Charakter hat, der Freiheit immer schon wieder verlässt, verliert, vergessen macht. Ja, das heißt, der Gesellschaftsbegriff ist in sich selbst gespalten. Ja, es gibt nicht nur in dem Sinne nochmal eine Oberflächenkritik, dass man sagt, es gibt gute gesellschaftliche Formen, schlechte gesellschaftliche Formen, alles das auch, sondern der Gesellschaftsbegriff ist in sich selbst widerstrebig. Die Logik sagt dann dazu an einer Stelle, und das ist ein hochparadoxer Begriff, den wir jetzt auch auslegen könnten, wenn wir Zeit hätten, redet dann von geistigen Mechanismen, ja, um das zu bezeichnen. Und das ist natürlich ein Paradox. Ja. Ein Mechanismus kann nicht geistig sein und das Geistige kann nicht mechanisch sein. Aber wir brauchen dieses Paradox, um den Charakter der zweiten Natur zu beschreiben. Man kann dasselbe, oder das mache ich aber jetzt nicht ausführlich, sondern man könnte dasselbe nochmal ausführlicher beschreiben, wenn man diese Zweistufigkeit, also diese Gegenläufigkeit des Begriffs der zweiten Natur könnte man auch so beschreiben, dass der Befreiungsbegriff, also das Werden der Freiheit, in sich selbst gegenstrebig ist. Nicht? Das Werden der Freiheit als Ausbildung von geistigen Formen führt in sich selbst, durch sich selbst in eine Form der zweiten Natur hinein, die geistverlassen ist, sodass es eine Befreiung von dieser ersten Befreiung geben kann. Oder man kann auch anders sagen, Hegel denkt so, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den Marx sehr genau gesehen hat, dass es die Befreiung immer nur beim zweiten Mal gibt. Ja, beim ersten Mal ist die Befreiung, führt die Befreiung gar nicht aus der Knechtschaft hinaus, sondern ersetzt die eine Knechtschaft durch äußere Natur, durch eine andere Knechtschaft, durch zweite Natur. Und erst die Befreiung von der zweiten Natur oder in der zweiten Natur wird dann Befreiung gewesen sein. Also Befreiung befreit sich selbst, indem sie sich wiederholt, um das auf eine einfache Formel zu bringen.
Jetzt noch rasch eine. Wie viel Zeit habe ich noch? Ein paar Minuten. Ja, okay. Gut. Ich wollte noch was sagen zu dem zu einem Begriff, der deshalb auch wichtig wird, weil er uns dann die Frage etwas schärfer zu stellen erlaubt, wo vielleicht auch die Grenzen von Hegels Analyse dieser Problematik liegen. Also, und das betrifft jetzt die Frage, wie die Befreiung über diese erste Stufe, in der sie sich verstrickt sozusagen in die Paradoxie des geistigen Mechanismus oder der zweiten Natur hinaus weitergetrieben werden kann. Was sind die Potenziale? Ja? Wo kommt die Kraft her, könnte man fragen, zu einer zweiten Befreiung, zu einer Befreiung von der ersten Befreiung? Weil eins war Hegel sicher nicht, nämlich kein Pessimist. Ja? Also der glaubte, dass mit dieser Diagnose der Paradoxie der Befreiung die Geschichte zu Ende ist. In gewisser Weise geht sie dann erst richtig los. Aber wo kommt die Kraft dazu her, die Befreiung weiterzutreiben? Und das ist, glaube ich, die Frage danach, wie man Negativität verstehen muss. Das heißt, die Geschichte, wie ich sie bisher erzählt habe, nämlich, dass ich gesagt habe, in dem Prozess, in dem die Bildung, die Herausbildung von geistigen Formen, die Herausbildung auch von Subjektivität, sich also einerseits mit den Mechanismen und damit der Knechtschaft der ersten Natur bricht und damit zugleich notwendigerweise eine zweite, andere, nämlich soziale Form der Knechtschaft des Mechanischen herausbildet. Diese Geschichte ist deshalb nicht pessimistisch oder deshalb nicht einfach eine zirkuläre Geschichte, also es ist nicht ein mythischer Prozess, ja, in dem dieselbe Natur wieder reproduziert wird. Ja, sodass man sagen kann, also eine pessimistische Lesart, der Dialekt der Aufklärung. Warum überhaupt anfangen mit der Aufklärung, wenn sie so endet? Ja? Der Grund, warum das bei Hegel nicht so ist, liegt darin, dass zwischen diesen beiden Formen der Natürlichkeit, der Erstnatur und der Zweitnatur, etwas passiert. Und zwar, es öffnet sich ein Spalt oder eine Differenz. Ja, es öffnet sich die Differenz zwischen eben der ersten und der zweiten Natur. Und die zweite Natur als solche ist nicht der Ort der Freiheit. Die erste Natur ist sowieso nicht der Ort der Freiheit, sondern der Ort der Freiheit ist dazwischen. Ja, der Ort der Freiheit besteht genau darin, den Schritt herausgemacht zu haben aus der ersten Natur und dann eine zweite Natur hervorgebracht zu haben. Und genau in diesem und dann, ja, in dem Bindestrich, den Sie dazwischen schreiben müssten. Ja, dort liegt der Moment der Freiheit, dort liegt ein Moment der Negativität. Eine Negativität, die deshalb auch immer wieder reaktualisiert werden kann, die wieder gewendet werden kann gegen die etablierten Formen der zweiten Natur. Ja, man kann sagen, das Freiheitspotenzial der zweiten Natur liegt darin, dass sie durch den Bruch mit der ersten Natur geschaffen worden ist. Und weil sie im Bruch mit der ersten Natur geschaffen worden ist, kann sie auch transformiert werden. Ja, also der Freiheitsort, noch einmal, wir können die Freiheit nicht verorten in der zweiten Natur. Wir können sie nicht verorten in der sozialen Existenz, sondern wir müssen sie dort verorten, wo wir als Subjekte eine natürliche und eine soziale Existenz haben. Und in diesem Und, noch einmal, ja, liegt das Potenzial der Negativität, das es erlaubt, die Form der zweiten Natur in Frage zu stellen, zu transformieren und zu verändern. Und das scheint mir, das ist die Frage, die mich dann im Weiteren interessiert, wie müssen wir dieses Potenzial der Negativität genau verstehen? Und ich würde das vielleicht jetzt so abkürzend sagen, dass ich mir nicht sicher bin und dass das Buch vor allem in dem zweiten Teil, den Luca zusammengefasst hat, sich so die Frage stellt, ob Hegel dieses Potenzial der Negativität radikal genug denkt, ja, um die Frage zu stellen. Weil wenn man so redet, wie ich gerade gemacht habe, steht man ja, wenn das richtig sein sollte, was ich gerade gesagt habe, das können Sie natürlich bestreiten, ja, aber wenn das richtig wäre, ja, dass Negativität oder Befreiung in diesem Zwischenraum, ja, in der Zwischenzeit, ja, besteht, dann ist ja auch klar, dass Negativität
nicht ein Vermögen ist, nicht eine Fähigkeit ist, die wir als Subjekte haben. Ja, also dass wir sagen können, ich übe meine Kraft oder mein Vermögen der Negation aus. Ja, wenn ich das sagen würde, würde ich ja wieder die Negativität zu einem Ergebnis von einem sozialen und subjektiven Bildungsprozess machen, hätte sie also in die soziale Form der Subjektivität eingeschrieben und könnte sie nicht mehr gegen die soziale Form der Subjektivität mobilisieren. Also stehen wir vor dem merkwürdigen Problem, dass diese Kraft der Negativität oder wie ich sagen würde, die Kraft der Befreiung weder natürlich noch sozial ist, weder natürlich noch kulturell ist, ja, sondern genau dazwischen liegt. Und wie gesagt, die Frage, die ich mir gestellt habe in dem Buch ist, ob wir für dieses weder noch natürlich noch sozial bei Hegel eigentlich eine Analyseform, eine Theorieform finden. Ich glaube, dass man in vielen Passagen, in vielen Theoriestücken von Hegel sehen kann, dass er Negativität so denkt, dass sie also weder, na klar, sie ist nichts natürlich Gegebenes, sie ist aber auch nichts, was wir als sozial konstituierte Wesen als Vermögen besitzen, sondern sie ist eigentlich eine ursprünglichere Form, eine ursprünglichere Kraft, ja, eine Kraft, die eigentlich vor der Naturgeistdifferenz selber liegt oder die Naturgeistdifferenz hervortreibt. Dass wir also immer wieder Theoriestücke finden, die Negativität so ins Spiel bringen, aber dass es für mich schwer erkennbar ist, wie die richtige Theoretisierung dieser einer so verstandenen Negativität im Hegelschen Systemzusammenhang genau aussehen würde. Also Beispiele, an die ich jetzt dachte, als ich gerade sagte, es gibt Theoriestücke, an denen Negativität so denkt, sind vor allem Stücke aus der Theorie des absoluten Geistes. Ja. Also ich habe auf einen Moment schon hingewiesen, das ist ja auch in den letzten Jahren viel diskutiert worden, nämlich der Moment, also in der christologischen Form von Religion, den er erzählt und den er rekonstruiert, der Moment der radikalen Entäußerung, der darin besteht, dass Gott Mensch wird. Ja, das ist so ein Moment, nicht im Geschichtsprozess, könnte man sagen, nicht in dem es nicht mehr darum geht, die geistigen Formen sozusagen durch Kämpfe zu erweitern, sondern indem eine Unterbrechung des geschichtlichen Prozesses stattfindet durch eine radikale Andersheit, die dann aber die Möglichkeit einer ganz neuen Geschichte oder die Möglichkeit des Neuen, wie es im Neuen Testament heißt, eröffnet. Eine andere Stelle, die man so deuten könnte, sind bestimmte Stellen in der Ästhetik, nicht? Also in der das Verhältnis von Geistigkeit und Sinnlichkeit bei Hegel so gedacht wird, dass sie in einer so radikalen Spannung zueinander stehen, nicht? Dass die sinnliche Kraft, die sinnliche Materialität, die geistigen Formen unterbricht und damit Möglichkeiten des Neuen und der Neuentwicklung eröffnet. Also Frage an Sie, gibt es eine Theorie dafür bei Hegel? Ja? Ich höre jetzt damit auf, dass ich nur sage, ich glaube, dass das ein zentrales Problem ist, zumindest bestimmter nachhegelischer Philosophiestränge. Ja? Also Sie kennen, also wenn ich nenne es einfach so ein bisschen zufälligen Namen, ja, also wenn man an Autoren denkt wie Friedrich Schlegel, kein Nachhegelianer, aber immerhin, ja, Kierkegaard, Nietzsche, Adorno, aber auch Derrida, dann sind das alles Autoren, glaube ich, die so gelesen werden können, dass sie diese Frage stellen, ja, oder unter anderem diese Frage stellen. Nämlich, ob das hegelische Programm Negativität in dieser fundamentalen Bedeutung zu denken, die ich gerade versuche zu skizzieren, einen nicht nötigt, um es jetzt ganz einfach zu sagen, den Begriff der Negativität radikaler vom Begriff des Subjekts abzulösen. Ja, das heißt, Negativität als eine Kraft zu denken, die nicht, wie ich schon sagte, ein subjektives Vermögen, eine subjektive Fähigkeit ist, also Hegels Kategorie der Negativität so weiterzudenken und so zu radikalisieren, dass sie den Begriff des Subjekts selber in Frage stellt. Gut, mit dieser Frage höre ich dann das mal auf.
Okay, Dank, thank you very much, Christoph. We can discuss now in German or in English as you want. And we have more than an hour in order to go on with the discussion. The people online can sign now if they want to intervene with the hand or writing on chat. Well, if okay. Nobody... Armando Manchisi. Maybe I can start. Sure. So first of all, thank you very much. I'm very glad that you're here and you have discuss your wonderful book. It's a very basic question, but it's something that I was thinking about by reading another time your book and to address this discussion. Which is, if I understand you correctly, you conceive of like freedom as Befreiung, so liberation, and you define liberation, of course, as a process, as an infinite process, something like that. So I wonder if these, in Hegelian terms, can be understood in what's the English term, like bad infinity, infinity, something like that. And so this is one problem I was thinking. And the second one is that this is the problem I was thinking. And then I tried somehow to provide my own answer to that, which is also maybe a substitution for you, which is that you understand freedom and Befreiung, liberation, as at least in referring to Hegel, as referring to the social dimension, okay, the objective spirit. But of course, in Hegel, probably freedom is not the last definition, so to speak, or the definition of freedom is not just an objective spirit, but also involves the reflective practice of the absolute spirit. And so I was wondering if we can conceive of also like the absolute spirit as part of the theories or philosophy or whatever, part of this liberation process. And because I say that because I can understand that the history of social practices can have probably no determining hand. But on the other side, for Hegel, at least so I try to understand it, Hegel, this self-reflective practices of philosophy, of art, of religion, so they kind of put they are able to grasp and to give a determination to our self-comprehension, so to our liberation process. So I was wondering if there is I think that's extremely important. And I only alluded very quickly at some point, right, to the relevance of that Hegelian distinction between finite form of spirits and infinite forms of spirit, Gestalten, he says, or absolute spirit. And I think that's important. Let me try to indicate how I would take the question up, right? First of all, I tried to say that why the
the diagnosis, the critical diagnosis, that it in each step of this self-manifestation or self-realization of spirit, spirit produces itself its own loss. Verlassenheit, yeah? So its own fall, yeah? Fall. Why this diagnosis should not be read, let's say, in a tragic mode, yeah, as a tragic circularity, yeah? So that it shows us, in a sense, that the vanity, even the absurdity of trying to develop forms of free spirit. And it's not because there is a surplus produced in that, by in that step, right? And the surplus lies precisely in the surplus for freedom lies precisely in the doubling of the forms of mechanism, the doublings of the form of servitude, one could even say, in a natural and a cultural or social form, right? This was most my argument. And then the question is, so I would rephrase the question in such a way, how this surplus of liberation, this is achieved in the dialectical structure of the realization of freedom, which in parentheses is at the same time the product of self-loss, right? How this surplus of freedom, of liberation, in a certain sense can be preserved, can reach a certain kind of objective existence. Yeah? Because if it can't, I mean, then it's just a meta observation of us philosophers, one could say. We know this, yeah, but for life it doesn't make any difference, yeah. And I think this is not Hegel's claim, yeah. So, and in my understanding, he says that the development, the Ausbildung of forms, of spiritual forms bring this surplus of negativity, of freedom, of liberation to experience constitutes precisely what one could call absolute spirit. And that is a formal definition of absolute spirit. It has nothing to do with the other question, if we can say where absolute spirit and how absolute spirit exists. Is it really right that it cannot exist in politics, for instance? Is it really right that it is art, religion, and philosophy? Maybe not. Yeah, maybe the distinction between absolute spirit and finite spirit is valid, but not the reservation is of the absolute spirit to this, to the areas of higher culture. Yeah. Maybe also lower culture. Maybe in everyday practices there are moments of absolute spirit. So I want to keep that question aside, yeah, because I think this can be separated. Yeah, we can try to make sense, as you suggested, of the distinction between absolute and finite spirit. At the same time, question Hegel on the attribution of, yeah, you understand my point, yeah, right? So, and in the formal understanding, I think what happens in forms of absolute spirit, or what makes spirit absolute, is that, what is the best way to put it? That the moment of losing itself, or spirit losing itself, yeah, verlust, of giving itself up, of losing its own self-transparency, become in forms of absolute spirit itself constitutive moments of a liberal, of a free form. Yeah, this is what I tried to indicate before with reference to art, for instance. I mean, the impenetrability of, let's say, central materiality in an artwork by spiritual meaning, it's not just an obstacle, right, where spirit hits its limit, but it's experienced for us as spiritual beings as the condition of possibility for truly being free in that moment, right? So it's an affirmation, yeah, as you said, a beyond, precisely of the loss, yeah, of spiritual transparency. And I think when I read, I mean, the brief reference before to religion meant something similar. I mean, the true moment of Christian religion is not that God dies, but that we can say yes to that moment of death, right? The possibility of affirming
the death of spirit as a constitutive moment of its mode of being. That is how I understand what he means by absolute spirit. And okay, and that is slightly metaphorical, I know, but that would, if we were able to think that through as a model, right, that affirmation, freedom as the affirmation of the loss in the sense that of spiritual capacity is constitutive for the specific way we can talk of spiritual freedom. If we can, or if we could, if we were able to transform this in the model, I think we could see why this is not, as that was the beginning of the question, just, as I said, a pessimistic idea of bad infinity, but because in that moment, this is the moment of vollendo. Everything is there, nothing is left. Yeah? So you don't have to go further, there's no further aim, but these moments are in themselves entirely affirmative, entirely perfect, not entirely free, one could say. Yeah? And then the question is, can we think maybe this as ethical forms also in the way of our everyday life? Can we every ethical goodness? Yeah, can ethical goodness be understood in such a way? Can we go also, as I said, further than Hegel wants to go by thinking politics in such a way, so that there can be political practice that is free in that sense that Hegel seems to reserve for religion, philosophy, and art, and so on and so on. So that is the direction I would like to be able to go. Thank you very much. I wanted to a little follow up to Armando. The question of bad infinity, so to mm-hmm. say. We can perhaps solve the question in this way. If we think to freedom as the flying, as the act of liberation, there is no fulfillment of this act out of this act itself. And so the act of liberation is in itself fulfilled, realized every time when it is. So there is no the problem of bad infinity because there is no something into where we realize the act of freedom. The act of freedom is realized in its process, in its being, the freedom itself. And in this sense, I was thinking about the difference between objective spirit and absolute spirit. In the objective spirit, freedom is all as a befreiing, the liberation is always a partial liberation because we are in the objective spirit. In absolute spirit, every act of the act of absolute spirit is a freedom that is realized in its process. And so the problem of the infinite realization is a problem for the objective spirit, but it's not a problem for the absolute spirit in the sense that every act of freedom is the realization of freedom in the absolute spirit. I don't know if it could be a sort of solution of the question of the bad infinity in thinking freedom as the process of and so on. Right. No, I think it's very promising, and I think it's a very good. I mean, you put it much better than I was able to say it now when you said that there's. The problem of bad infinity is disappearing here because bad infinity only exists where there is
a telos that goes beyond reality, right? And whether this is the reality that I can achieve now or in principle, but it's always the beyond. Yeah. But here there is no beyond, right? Yeah. I mean, I think the formulation you used, I mean, that there is no fulfillment outside of that moment, of that act, of that presence, is exactly right here. And that it would imply that the question of infinity, of the different ways of the presence of infinity and the different forms of infinity, is much more complex, because I think if you're right, and I think you are right in saying that what Hegel calls objective spirit, so which is the one side of what we call the finite world, right? Is marked by the structure of bad infinity. So, and therefore, I mean, in the philosophy of right, it's quite obvious, it ends with war, right? And then, and of course, and the war is not the last word, but then there's always something like wars. There's always something like scarcity. There's always something like class struggles, maybe, or something like this. So which make the realization of the fulfillment, right, in that area impossible, right? That the question for bad infinity is, again, not like always legal, neither yes nor no, but to think it in the right way, right? There is, I mean, so we have then, we have this, the in absolute spirit, we have this fulfillment, which is immanent. So it's the thinking of immanence in a certain sense, yeah. But it only exists in the world in such a way that there's also bad infinity. Yeah. So we cannot we cannot solve the problem of bad infinity by thinking simply, yeah. But we have to think bad infinity. And to think bad infinity means to this is trivial in a sense. But I think it's an important lesson from Hegel that to think bad infinity means to think beyond it, but also to think its existence, right? Its necessity. Yeah? So you can only have both. So the question to bad infinity is yes and no. Yeah? So it's a deficient form, but this deficiency exists. Yeah. Do you have a map? Und ich finde, also meine Frage richtet sich in die Richtung der Frage von personeller Literatur. Und die betreffen die Theorie der Bildung. Und sagen Sie doch, ich habe es noch kurz. Die Theorie der Bildung. Ja. Die Begriffung, ja. Und die Art und Weise, wie Sie Theorie der Bildung als Antwort von Hegel zur Paradoxie der Befreiung lesen. Und was mich in diesem Zusammenhang interessiert, ist genau die, also die Spannung zwischen objektiver und absolutem Geist. Und insbesondere meine erste Frage betrifft die Rolle des Bewusstseins oder des Selbstverständnisses als die spezifische Dimension des absoluten Geistes. Und meine Frage ist, wenn Bildung sowohl im objektiven Geist als auch im absoluten Geist auftaucht, welche unterschiedliche Rolle hat Bewusstsein in der Art und Weise, wie die Subjekten zu ihrer Aneignung vorantreibt, sozusagen? Denn so scheint es mir im objektiven Geist, wenn wir zum Beispiel die Gesetze in legalistischer Bedeutung folgen, dazu gibt es auch eine mindestens minimale Form von Unbewusstsein. Wenn wir die Normen folgen, das ist strukturell. Ne? Was ganz anderes vielleicht, aber damit bin ich mir nicht sicher, passiert im absoluten Geist. Und meine Frage ist, kann man diese zwei Dimensionen der Bildung anhand einem unterschiedlichen Begriff von Bewusstsein, eine unterschiedliche Form des Bewusstseins oder des Selbstverständigen irgendwie ausgegrenzt ziehen? Das ist die erste Frage. Und zweite Frage ist nochmals, was passiert zur Bildung
dem wir uns im absoluten Geist uns befinden. Und zwar, so scheint mir, Bildung und Kunst, Religion und Philosophie sind nicht deckungsgleich. So, Bildung ist nicht per se unmittelbar mit solchen Formen des absoluten Geistes, nicht unmittelbar deckungsgleich, aber es, es gibt viele Versuche, Hegels, um eine Beziehung zwischen dieser Form und Bildung zu spezifizieren. Und ich denke zum Beispiel an Hegels Berliner Antlitz Rede, wenn er über Philosophie spricht und versucht zu zeigen, welches Verhältnis zwischen Philosophie gibt. Und irgendwie hat man eine Form von Unbehagen sozusagen, weil Hegel zuerst sagt, Philosophie hat eine Beziehung mit, zur Bildung, zur formellen Bildung. Andererseits aber in Wahrheit sagt Hegel, Philosophie ein Selbstzweck ist. Und doch, das scheint nicht die Frage außer Kraft zu setzen, sondern im Gegenteil, genau diese Spannung zu mobilisieren. Und meine Frage ist, wenn Bildung, wie Sie schon gezeigt haben, wenn Bildung schon Formen von Mechanizität mit sich bringt, strukturell mit sich bringt, solche Formen sehe ich im Gang schon in Kunst und Religion, die tragen sehr, sehr stark vor, aber vielleicht schon auch in der Philosophie. Das ist was ganz anderes, vielleicht ist es nicht so, so evident wie in Kunst und Religion, aber auch in Philosophie kann man vielleicht solche Dimensionen der Mechanizität schon üben, wenn man Ausbildung denkt oder Philosophie als eine Form von Bildung denkt. Und so meine Frage, anders gesagt, ist, sind Sie der Meinung, dass wir in Hegels Theorie der Bildung im absoluten Geist Ressourcen mobilisieren können, um die Frage nach der Bildung aus der Perspektive der Bildung selbst und nicht der, also der Philosophie in diesem Fall, finden können und nicht von der Perspektive der Subjekte, die eine solche Befreiung praktizieren, sozusagen. Oder anders gesagt, was heißt für die Philosophie über ihre weltliche Dimension selbst für die Bildung? Bei der zweiten Frage würde ich eigentlich jetzt sagen, das sollten Sie, können Sie viel besser beantworten. Ich glaube, dazu haben Sie sich viel mehr Gedanken gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, als ich. Deshalb fange ich mal mit der ersten an, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob ich zu der zweiten wirklich was produktiv beizutragen habe. Also ich habe zunächst mal versucht, den Begriff der Bildung relativ eng zu verstehen und gar nicht so sehr jetzt an also die Diskussion zum Beispiel in der Phänologie des Geistes gedacht, nicht in der Bildung ja als ein bestimmtes auch kulturpolitisches Programm geradezu diskutiert wird, sondern ich habe das so ich habe zunächst mal nur eine Bemerkung von Hegel aufgegriffen oder eine Platzierung dieses Begriffs bei Hegel aufgegriffen, nämlich die Platzierung dieses Begriffs in den Grundlinien in der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, warum ist Gesellschaft das Medium der Bildung? Ja. Deshalb habe ich gesagt, von daher könnte man sagen, Bildung meint eigentlich genau den Prozess, nicht, den wir nur so analysieren können, dass wir ihn als das zugleich von jetzt platt gesagt, Sozialisierung und Subjektivierung verstehen. Ja, wie werden wir zu Subjekten? Wir werden zu Subjekten, indem wir in soziale Praktiken eingeführt werden. Wie gibt es soziale Praktiken? Dadurch, dass sie von Subjekten ausgeführt werden. Ja, also diese wechselseitige Erläuterung von Sozialität und Subjektivität über den Begriff der Bildung, das habe ich sozusagen von dieser Platzierung des Begriffs der Theorie in der Theorie der Gesellschaft genommen. Und die Frage des Bewusstseins ist jetzt, glaube ich, kompliziert, weil, na gut, welche Frage ist nicht kompliziert? Also, die ist aber deshalb kompliziert, wieder weil sie
Fragen auftaucht, die wir jetzt vorher schon diskutiert haben über das Verhältnis von Endlichem und Endlichem Geist. Also man könnte zunächst mal sagen, wenn wir Freiheit so verstehen würden, wie das meines Erachtens in der Tradition, die ich linkshegelianisch genannt habe, gemacht wird, nämlich Freiheit so zu verstehen, dass sie das Vermögen eines gebildeten Subjekts ist, also in die Gesellschaft eingebildeten Subjekts ist, dann besteht Freiheit hier darin, wird Freiheit hier so verstanden, dass sie, Marcuse hat das so gesagt, ja, in einem Text, dass sie als Emanzipation des Bewusstseins verstanden wird. Ja, das heißt, frei zu sein heißt, ein selbstbewusstes Subjekt in diesem Sinne zu sein, das also weiß, welche Regeln es ausmachen. Ja, darauf hat Luca von auch schon hingewiesen, ja, dass welche Regeln mich konstituieren, also meine zweite Natur ausmachen, und diese Regeln eben wiederum selbstbewusst nach eigenem Denken, nach eigenem Urteil anwenden zu können. Und meine These, nicht, oder die These von Hegel zur zweiten Natur, habe ich so verstanden, dass er sagt, wiederum mit einem Gedanken, den er in der Philologie formuliert, das Selbstbewusstsein so verstanden, dass es das Bewusstsein von den Regeln ist, die mich ausmachen, immer eine, oder der Akt des Selbstbewusstseins so verstanden, immer sozusagen eine Seite des Unbewussten aus sich selbst hervorbringt. Ja, ich kann mir immer nur dieser Regel bewusst sein, setze aber, indem ich mir Selbstbewusstsein erlange von dieser Regel, die ich hier verwende, setze ich alle anderen Regeln, in deren Zusammenhang diese Regel überhaupt nur ihren Sinn gewinnt, mir voraus. Ja? Setze mir voraus, entziehe sie also meinem Bewusstsein, produziere also eine unbewusste Rückseite. Ja? Das sagt er, gibt es diese Ödipus-Anspielung in dem Tragödienkapitel, nicht der Philologie des Geistes. Bewusstsein setzt Unbewusstsein. Und das ist aber hier soweit erstmal noch in der Logik des endlichen Geistes gedacht. Man könnte sagen, wie ich vorher sagte, in einer tragischen Logik, ja, eine sich selbst Begrenzung des Bewusstseins, gerade in dem Akt seiner Setzung. Und der Übergang jetzt zu einer Theorie des absoluten Geistes würde deshalb eben auch bedeuten müssen, so habe ich den ersten Teil Ihrer Frage, Ihrer Bemerkung verstanden, dass die Diskussion, die wir vorher angefangen haben, über die Differenz von endlichem und absolutem Geist, auch in dieser Hinsicht geführt werden müsste. Und wieder müsste man zumindest negativ sagen, dieser Schritt kann bei Hegel unmöglich so gemeint sein, dass man sagt, absoluter Geist ist totales Selbstbewusstsein. Ja, als könnte es eine Totalisierung von Bewusstsein geben, als könnte es totale Transparenz geben, als könnte diese gegenläufige Dialektik sozusagen auf einer höheren Stufe zurückgelassen werden. Wieder müsste man sagen, nach derselben Logik, Befreiung, also absoluter Geist, also wenn das die höchste Stufe der Befreiung ist, kann nur in einer anderen Vollzugsform dieser Logik bestehen. Ja, müsste also selber nach ihrem Vorschlag darin bestehen, dass die Dialektik von Bewusstsein, Selbstbewusstsein und Unbewusstsein anders vollzogen wird. Ja, und wiederum müsste man sagen, eben müsste das so vollzogen werden, dass das Moment des Unbewussten eben nicht als sozusagen äußere Hemmnis, als Abwesenheit von Selbstbewusstsein, sondern als ein konstitutiver oder gelingender Teil von Selbstbewusstsein gedacht wird. Also es würde verlangen, so habe ich jetzt Ihre Überlegung verstanden, die Dialektik, das Verhältnis von Selbstbewusstsein und Unbewusstsein ganz neu zu denken. Wie genau, weiß ich jetzt auch nicht. Und jetzt war Ihre Frage, Ihr zweiter Punkt war, und vielleicht können Sie dazu noch mal was weiter sagen, also was ist die Rolle, also vielleicht was ist eigentlich die Rolle der Philosophie genau dabei? Ja? Also wenn wir jetzt, wenn wir uns die Frage nach dem Zusammenhang von Philosophie und Bildung stellen, dann müsste es ja, die Bildung, von der wir hier sprechen, müsste eben eine Bildung zweiter Ordnung sein. Ja? Ich meine, für die Bildung erster Ordnung muss die Philosophie sich keine Sorge tragen. Ja? Dafür haben ihre Eltern Sorge getragen, indem sie ihnen Sprechen beigebracht hat. Ihr Professor trägt dafür Sorge, indem er ihnen was beibringt. Also Bildung passiert in sozialen Praktiken die ganze Zeit. Es gibt keine soziale Praxis ohne
Einbildung, ja, ohne dass sie sich Subjekte einbildet oder wie alte Sir sagen, dass sie Subjekte anruft. Das passiert die ganze Zeit, das ist Sozialität. Ja. Das heißt, die spezifische Bildung, zu der die Philosophie beitragen muss, muss eine Bildung der Bildung sein, ja, muss eine Befreiung der Befreiung sein, ja, wenn wir das in dieser iterativen Weise weiterdenken, oder eine Wiederholung der ersten Bildung, ja, uns dazu zu verhelfen, diese erste Bildung zu wiederholen. Ja. Und das Schwierige, glaube ich, dabei finde ich, und das müssen wir gleich auch nochmal diskutieren, weiter diskutieren, für die beiden anderen Beispiele von absoluten Geist, die wir vorher diskutiert haben, nämlich Kunst und Religion, ist, dass die Philosophie das ja anders tut als die anderen. Nämlich in irgendeiner Weise so, dass sie zugleich Theorie dieses Aktes ist und ihn praktiziert. Ja. Also sie wird nicht Bildung alleine in ihrem Sinne jetzt sein können, indem sie uns darüber aufklärt, ja, also indem sie uns es erklärt, ja, was es mit der Bildung erster Stufe auf sich hat, also die Dialektik der zweiten Natur entfalten. Ist alles gut, wenn die Philosophie das macht, finde ich, ja, aber sie könnte eigentlich Bildung in ihrem Sinne nur sein, wenn sie selber indem sie es in Praxis ist, ja, oder befreiend ist. Ist sie das? Okay. Ja, aber wie kann die, also das müsste die Aufgabe sein, oder? Ich meine, dass die, in gewisser Weise würde das, glaube ich, für alle Formen des absoluten Geistes gelten, nicht, dass sie sowohl Praktiken dieser Befreiung sind, über die gesprochen haben, nicht dieser Befreiung von der Befreiung, und dass sie Darstellungen sind, ja, also nicht, natürlich nicht immer theoretische Darstellungen, wie die Philosophie es ist, aber auch nicht, dass die Kunst nicht einfach nur als Praxis dieser Befreiung gedacht wird, sondern dass sie wie Schlegel sagt, eine Mitdarstellung der eigenen Praxis ist. Nicht? Sie stellt mit dar, was sie tut. Ja? Und damit eine Reflexivität, jetzt in einem untechnischen Sinne, gibt es eine Reflexivität in einem untechnischen Sinne von Reflexion. Ja? Aber für die Philosophie gilt das im eminenten Sinne nochmal und deshalb natürlich auch die Gefahr in der Philosophie, dass sie sich sozusagen auf den Theorieteil ihrer selbst zurückzuziehen versucht und zu sagen, ja gut, was kann ich als Philosoph machen? Ich kann es ja nur erklären, ja. Und damit den Bildungsteil oder die Bildungsseite, die jetzt nicht ein Zurplus ist oder so, oder nur nicht jetzt, also nicht eine didaktische Aufgabe ist, jetzt nicht in diesem Sinne, sondern die ihrem Sinn nach, wenn sie sich als absoluten Geist versteht, in sie eingetragen ist, irgendwie ignoriert. Nicht? Aber jetzt müssen wir uns nicht überlegen, was das für die Praxis der Philosophie bedeutet. War das? Okay, das war, ja, danke für die Frage, sehr interessant. Okay, wir haben jetzt drei Fragen online. Eine ist von Markus Döller. Markus Döller, Sie können sprechen. Ja, vielen Dank. Ich kann leider nicht da sein. Ich wollte auch erst in Venedig einen Kurzurlaub einschieben. Meine Frage ist die, die sich auf das Ende des Vortrags bezieht, der, glaube ich, an einer Stelle auch über das Buch hinausgeht. Ich meine die Frage nach der Negativität. Negativität taucht ja das erste Mal in dem Buch auf Seite 50 auf. Ich habe hier nochmal nachgeguckt. Und zwar an der Stelle, wo es darum geht, also wie Sie es hier auch beschreiben, dass Negativität aus der Natur gegen die Natur Normativität hervorbringt. Und jetzt ist die Frage, ob Sie nicht eigentlich zwei Formen von Negativität unterscheiden, nämlich eine, die konstitutiv ist für die Normativität und sie aus der Natur und gegen die Natur, wie Sie sagen, hervorbringt und deshalb auch noch nicht vollkommen in der Normativität integriert sein kann, was Sie hier gegen Pippin einwenden. Und eine andere Form, die Sie jetzt am Ende des Vortrags so beschrieben haben, und ich glaube, das ist aber eine andere Form, die zwischen Natur und Norm ist, also die in beiden nicht aufgeht, die man weder in der Natur integriert verstehen kann, also in der physikalischen Beschreibung, in der chemischen oder in der biologischen Beschreibung, noch integriert verstehen kann in einer normativen
Praxisform. Und jetzt ist meine Frage nur, würden Sie sagen, dass das zwei unterschiedliche Negativitäten sind, also dass die eine, sagen wir mal, grundlegender oder konstruktiv, wie Sie selber sagen, ist? Und was heißt das dann für die Sie sagen, die andere, also die dazwischen ist, die weder, sagen wir mal, in der Natur ist, noch in der Normativität? Können wir diese beiden Formen von Negativität überhaupt unterscheiden oder können wir sie nicht unterscheiden? Weil, also ich denke auch an diesen kleinen Essay über die Lücke in der Natur, wo Sie ja sagen, dass die Lücke in der Natur aufbricht. Am Ende des Vortrags haben Sie jetzt gesagt, dass wir eine Negativität denken müssten, die noch grundlegender oder sogar noch primärer ist. Und hier scheint mir eine Spannung zu liegen. Und da wollte ich noch fragen, also ob Sie sagen, gibt es eine Negativität oder gibt es zwei Negativitäten? Es kann nur eine geben. Aber jetzt ist die Frage, wie. Ja, danke, Herr Döller, für die Frage. Vielleicht sollte ich zunächst noch mal kurz sagen, was ich, also darauf haben Sie jetzt angespielt, das sollte ich, glaube ich, für alle noch mal sagen, was ich darunter meine, darunter verstehe. Also was ist das Problem von Negativität und Normativität? Also Normativität ist einfach dieses Feld der Regeln, in der es auch so etwas wie Gründe und deshalb Gültigkeit gibt. Ja? Und ich will zunächst mal nur sagen, ist das dieses Feld intern dadurch definiert, dass es durch Negativität definiert, ja? Nämlich, und zwar einfach deshalb, weil ich nur in diesem Feld Nein sagen kann. Ja? Also nämlich aus Gründen zu etwas, was schlecht begründet ist, Nein sagen kann. Also Negationsakte vollziehen kann. Nicht? Das heißt, insofern sind Negationsakte sind immer sozusagen Akte des Nein-Sagens zu etwas, was falsch ist und des damit implizierten Ja-Sagens zu etwas, was richtig ist. Nicht? Und es gibt kein Feld sozusagen der Regelbefolgung, es gibt kein Feld der Orientierung an Gründen, nicht, das nicht konstituiert ist dadurch, durch die Fähigkeit, Nein zu sagen. Und jetzt ist die Frage, die auftaucht, ist die Frage, die sozusagen aus diesem Verständnis hinausführt, das könnte man einen logischen Begriff von Negation nennen, ja, weil logisch deshalb, weil hier durch Negation Behauptungen miteinander verknüpft werden. Ja. Also die Behauptung, das ist richtig, die Behauptung, das ist falsch, die Behauptung, das ist ein Grund und so weiter. Aber offensichtlich setzt die Existenz dieses Feldes selber eine Kraft der Negativität voraus, die nicht derselben Art sein kann. Ja, also die innernormative, die normativitätskonstitutive, die durch Normativität konstituierte Negativität, die ist, glaube ich, leicht zu verstehen. Aber wir müssen uns auch klar machen, nicht dass, zumindest ist das Hegels Perspektive, dass so etwas wie die Herausbildung von Subjektivität, die Herausbildung von Geist zu verstehen, Negativität in einem anderen Sinne voraussetzt, nämlich als die Kraft, das sage ich jetzt auch mal an einer Stelle, mal die polemische Kraft, natürliche Determinationszusammenhänge zu durchschneiden. Ja, das heißt, das Feld der Normativität öffnet sich überhaupt nur dort, ja, wo das Feld, das Reich der Kausalität, ja, der Determiniertheit unterbrochen wird. Und das ist klar, dass diese Kraft der Negativität, die das Feld der Normativität überhaupt erst eröffnet, nicht derselben Natur sein kann wie die Negativität, von der ich gerade gesprochen habe. Also der Unterschied von den beiden Sinne von Negativität in dieser Hinsicht scheint mir klar zu sein. Ja? Die eine Negativität sehen wir dauernd am Werk, ja, indem sie mir widersprechen zum Beispiel, ja, und indem ich ihnen widerspreche. Und die andere Negativität sehen wir nicht am Werk, sondern die müssen wir aber voraussetzen. Ja. Die ist eine Negativität, eine Kraft, die wir voraussetzen können, müssen, wenn wir uns überhaupt selber denken wollen, als Wesen, die als Naturwesen geistige Wesen sind. Ja. Müssen wir die Negativität der Suspendierung von Naturzusammenhängen voraussetzen. Die Negativität, also die wir voraussetzen, gibt es deshalb überhaupt nur,
in diesem Zwischenraum, ja, von Natur und Geist, wenn man so will. Ja, sie bildet diesen Zwischenraum, sie öffnet die Differenz. Ja. Und die Frage, glaube ich, die ich vorhin stellen wollte, wie können wir die Negativität in dieser jetzt sage ich eigentlich nie, aber ich sage jetzt mal, um es alles so ursprünglichen Form, ja, also der Ursprung der Differenz von Geist und Natur ist, wie können wir die überhaupt verstehen? Ja? Das ist die Frage, auf die Sie, glaube ich, jetzt hingewiesen haben. Zu der Frage habe ich eigentlich heute gar nichts Vernünftiges gesagt oder gar nichts gesagt und wenn schon gar nichts Vernünftiges, sondern ich habe zunächst mal nur gesagt, die Negativität in diesem ursprünglichen Sinne, die Differenz von Natur und Geist öffnet, ist wiederum eine Negativität, eine Kraft, die transformatorisch, nämlich in dem Sinne, wie wir es gerade diskutiert haben, ja, im Feld des Geistes interveniert und operiert. Ja, die liegt nicht außerhalb dieses Feldes, sondern die kann in dem Feld des Geistes dort sozusagen befreiend wirksam werden, wo das Feld des Geistes sich notwendigerweise in die Form zweiter Natur erstarrt, ja, in diese Form erstarrt. Soweit habe ich eigentlich nur was gesagt. Und Ihre Frage, glaube ich, geht eigentlich nochmal einen Schritt zurück oder einen Schritt weiter und fragt danach, wie wir die Negativität, die diese ursprüngliche Kraft der Entzweiung von Natur und Geist hat, überhaupt verstehen können. Genau. Das hatte mich auch spekulieren, aber das mache ich jetzt nicht. Ja, das hatte mich auch irritiert, der Begriff des Ursprünglichen, weil Sie ja selber sagen, dass sich das wiederholt, die Hervorbringung. Also es ist ja nicht so, dass jetzt einmal die Natur Normativität hervorgebracht hat, sondern dass sich dieser Prozess immer wiederholen muss, so ähnlich wie die ursprüngliche Akkumulation auch bei Marx sich wiederholen muss. Ja, er wiederholt sich aber natürlich in transformierter Weise und deshalb eben in einer Weise, die nicht zirkulär, nicht bad infinity ist. Ja. Er wiederholt sich nämlich in der, und das kann man dann wirklich sagen, in der Selbstbefreiung des Geistes von seiner eigenen Zweitnaturhaftigkeit. Ja. Das heißt, die Negativität, die Determinationskraft, die die Determinationsmacht der ersten Natur unterbricht und damit Geist möglich macht, wiederholt sich in Akten der Befreiung oder wird von uns in Akten der Befreiung mobilisiert, wiederholt gegen die Zweitnaturhaftigkeit des Geistes. Das war zunächst mal nur die These. Ja. Aber das lässt natürlich die Frage, insofern haben Sie ganz recht, unbeantwortet, wie wir die Existenz die Wirkmächtigkeit einer solchen Kraft der Negativität überhaupt verstehen können. Das Einzige, was klar ist, ja, ist, dass man sich klar sein muss, von woher man sie nur verstehen kann, nämlich nur von uns aus. Ja. Also ich glaube, wir können eine Naturphilosophie machen, aber es ist die Philosophie der Natur oder eine philosophische Erklärung der Natur, die ein Wesen, das nicht nur Natur ist, sozusagen entwickelt. Ja. Wir können also uns unsere eigene Natürlichkeit verständlich zu machen versuchen. Das wäre dann der Ort, an dem eine solche Frage beantwortet werden könnte. Okay, wir haben noch zwei Fragen online. Und dann Luca Corti. Okay, also die erste Frage ist geschrieben, so ich lese die Frage. Ja. Vielen Dank für die Konferenz. Meine Frage bezieht sich auf das Problem der Autonomie, der Negativität, der Freiheit angesichts der Rationalität des Geistes und ihre partiellen Konkretisierung in Ethiken wie der islamisch-theokratischer Staat. Hegels Modell plädiert für die Konstruktion einer einheitlichen Sichtweise der Verwirklichung der Menschenwürde in einer Bill of Rights. Hegel ist ein radikaler Liberaler. Das ist die Frage. Okay. Jetzt müssten wir alle diese Begriffe erstmal anfangen zu definieren. Also das ist jetzt, ich weiß, es ist eine schlappe Antwort, aber kommt drauf an, würde ich sagen, was Sie unter Liberaler verstehen und was Sie unter Radikaler verstehen. Radikal ist er auf jeden Fall, das ist klar. Und er ist auch ein radikaler Universalist, das ist auch gar keine Frage. Ja? Das heißt, die These, dass Freiheit
hervorgebracht worden ist und hervorgebracht werden muss, heißt nicht, dass es irgendwann geschichtliche Epochen gegeben hat, in der sie noch nicht da war und in der man deshalb sagen kann, die Sklaverei war gerechtfertigt, auch wenn Hegel gelegentlich so spricht oder so. Das scheint mir also mit dem, was wir hier heute diskutieren, oder was ich versucht habe zu präsentieren, vollkommen unvereinbar zu sein, weil in dem Moment, wo es Subjekte gibt, das heißt, in dem es sprechfähige, regelbefolgende Wesen gibt, gibt es das Potenzial der Freiheit. Ja? Und in dem Moment, ab dem Moment ist jede Form politischer Herrschaft und jede Form von Gesetzmäßigkeit, die diese Tatsache negiert, falsch. Ja, und wenn Sie das liberal nennen wollen, ist mir das recht, dann wird der Liberalismus, kriegt dann eine gute Seite. Die andere, ich meine, die Frage, warum ich so zögerlich da bin, ist, das wäre aber jetzt eine ganz andere Diskussion, die habe ich versucht, mal in einem anderen Buch zu führen, ist eine Bill of Rights die richtige Weise, diese von mir aus Menschenwürde auf die richtige Weise zu implementieren und zu realisieren. Und den Liberalismus kann man so verstehen, dass er diesen Universalismus der Freiheit an die Form, an die spezifisch legale Form von Rechten bindet. Und da hätte ich gewisse Skepsis. Aber was diesen Grundgedanken angeht, also den radikalen Universalismus der Freiheit, die den Menschen als dasjenige natürliche Wesen, das Subjektivität ausbildet, ausmacht, scheint mir ganz unzweifelhaft bei Hegel zu sein. Ich hoffe, das ist eine Antwort. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht verpasst, was Sie fragen wollten. Isaac Winkel oder Winkel, I don't know. Holmer, please. Thank you. And thank you for a stimulating talk. I'll make it very short. I have a question about the very interesting term, the Vorgeschichte der Freiheit. And when we talk about this prehistory of the autonomous subject, we tend to think about Nietzsche and Foucault and discipline and kind of originary violence and so on, which is one of the way we can tell the story about how we create subjects, human subjects. But would it be possible to change the framework and also look at what is very much into kind of cultural theory right now, the care work, kind of, for instance, Federici, Tronto, and all that, social reproduction, but so that we get another image of the practices with which we create subjects, kind of not so violent, more like about needs and about creating human subject. And would that be another way of formulating Hegel's idea of how we create the human subjectivity in a sense? It's a very good question, very interesting question also. Let me first of all say, I think that the term violence in the concept of Vorgeschichte or in the context of the concept of Vorgeschichte and in the concept therefore of a genealogical perspective, at least in my reading, does not have a pejorative or negative sense. I get it, yeah. Yeah. It means interrupting the automatism of certain processes. Yeah, and this interruption has something violent. Yeah? It disintegrates, yeah, as to say it like that. Also, but it does not mean necessarily to hurt or something like that. Yeah. So I would rather think that the term Gewalt tries to, that is the German association, is to this to refer to a certain form of Walten, yeah, effectivity and effectiveness that is counter, yeah, that might be the violent moment there, counter to this, to the automatism of a certain kind of natural process. Yeah. So and this is all, at least if I talked of Gewalt or spoke of Gewalt, I meant it in that sense. Yeah. So it's not that we need to hurt the infant. Yeah, certainly not. That would be not a good idea. But there are moments of interrupting. Yeah. So this automatic going on of that natural being in order to allow it to gain access to symbolical forms, normative forms, and so on and so on, right? But I agree. There, especially in Nietzsche, there are very bloody descriptions of that process. But I think that I would say
that rhetoric that we find in Nietzsche misses in the sense that is correct ontological point. Yeah, so that is, if there's a transmission of ontological kind between the natural and the spiritual, then there is a break here, which one could call violent. And that is the question, I think, that opens up your reference also to care work. I mean, there's one point in Hegel, I think, that is very clear, namely that he sticks to the difference between nature and spirit, or not sticks to it, but tries to formulate the difference between nature and spirit in a non-dualistic way. But the difference is clear. These are different forms of operation, one could say. Yeah? So spirit and nature. And the whole problem, of course, is, I mean, that he thinks, okay, we have to think that relation in a totally different form than a dualistic opposition. Yeah? Because, and then the whole apparatus of his thinking starts, I mean, nature as a presupposition of spirit and so on. Yeah? We could go into that now. But this is, I acknowledge that, so at that point, I did not really argue for that claim, but this, in the sense that I presupposed it, yeah, so I went with Hegel, I made that step with Hegel, and I don't know exactly to what theories of care work you now referred, but there are certainly forms of care work, or thinking care work, thinking the concept of care, that try, in a certain sense, to relativize the spirit-nature distinction, right? I mean, yeah. And I think that is the huge question that you open up at. I think at this moment, I can only confess that I'm, in that sense, I'm Hegelian. Yeah. Thanks. Thank you. Luca, please. Yeah, and can you come here because the other question was not so clear at all. Yeah. Okay, du willst. Ja, also ich habe eine kurze Frage zum Thema Gewohnheit und Befreiung und hinsichtlich des so Befreiungspotenzial von Gewohnheit. Und ich denke, das spricht auch Negativität auch bei einer gewissen Weise. Ich mache ja gerne diese Auslegung von Gewohnheit in einem nicht so nicht aristotelische und nicht neo-aristotelische Weise. Und es scheint, dass eine der also größten Leistungen von Gewohnheit ist, das Erreichen von einer Freiheit, die im Sinne von Befreiung von verstanden wird. Also wir sind von Natur, von der Gewalt unserer ersten Natur. Weil es scheint natürlich, dass es nur. Das muss nur Teil der Geschichte sein, weil das ist eine negative Definition von Befreiung, also Befreiung von. Und es gibt nichts Positives und es scheint, dass das Begriff Gewohnheit nicht hilft, sozusagen zu verstehen, was wir machen sollten, einmal, dass wir von Natur befreit sind. Es schreibt nichts vor. Okay. Und ich denke, dass dasselbe negative Seite, also diesen negativen Aspekt, wird auch in diesem Begriff Negativität auch betont. Es scheint zumindest von dem Wort aus so verstanden werden, ja, wir müssen verstehen, wie ist es Abstand von der ersten Methode. Aber nichts ist gesagt über so die positive sozusagen Auffassung von Befreiung. Und jetzt, dann, wir haben eine Lücke hier sozusagen, es gibt nichts Positives gesagt. Und am Anfang dachte ich so, wir können auch zwei Weisen um diese Begriffe zu gehen. Ne? Wir versuchen eine positive Geschichte zu erzählen. Oder wir sagen, nein, es gibt gute Gründe, warum Hegel keine positive Geschichte erzählt. Und ich dachte am Anfang, als ich das Buch gelesen hatte, okay, Christoph Mencken denkt, es gibt gute Gründe, warum wir keine positive Geschichte über Negativität zu sagen erzählen sollten, also aus hegelianischen Gründen. Ich weiß nicht, ob ich es gut verstehe, aber jetzt hast du gesagt, nein, vielleicht sollten wir was mehr sagen über Negativität. Um zu erklären, wie das passiert. Ja. Und ich möchte Ich verstehe. Fragen, ja. Ja.
Nee, vielen Dank. Das ist sehr wichtig und sehr hilfreich. Ich denke sogar, dass man zwei, irgendwie bin ich heute mit der zwei, also dass man zweimal was Positives sagen muss. Ja? Dass, also ich habe das jetzt in meiner Präsentation weglassen, aber ich meine, Hegel gibt ja zunächst mal eine Antwort, die so aussieht, dass er sagt, dass die positive Seite der Befreiung von der ersten Natur, der positive Effekt, ja, besteht darin, dass wir in dem Sinne zu Subjekten werden, dass wir Autoren und Instanzen von Formen werden, die uns deshalb nicht mehr äußerlich gegenüberstehen, weil sich in ihnen unsere Freiheit verwirklicht. Sie ist wirklich da. Ja? Das, nicht das, und die, der, wie soll man sagen, der logische Operator dafür ist, glaube ich, seine Theorie der bestimmten Negation. Ja? Das heißt, das will er eigentlich mit dem Begriff der bestimmten Negation sagen. Wir negieren etwas und diese Negation führt jetzt nicht nur dazu, dass wir eine andere Behauptung bejahen, sondern die andere Behauptung, die wir bejahen, ist für uns auch in anderer Weise da. Nämlich sie ist für uns so da, dass er sagt, sie ist ein Resultat oder etwas Neues, oder sie ist, wie in der Geistphilosophie später sagen wird, die Manifestation, ja? Das Dasein unserer selbst. Ja? Sie ist uns also in dem Sinne unser eigenes, nicht etwas Fremdes, nicht heteronom, Ausdruck unserer Freiheit. Ja? Und an dieser Theorie, die habe ich jetzt wahrscheinlich aus Eile, vielleicht auch in dem Buch aus Eile übersprungen. Ja, aber das ist, glaube ich, erstmal, würde ich sagen, richtig. Das ist die Explikation dessen, das hatten wir vorher auch am Rande, das, was eben in den angelsächsischen Analysen dann eher Normativität genannt wird. Das ist ein Feld, ja, das in den Formen für mich in ganz anderer Weise da sind, nämlich als Realisierung meiner Freiheit, nicht, also als Manifestation meiner Freiheit. Und die Geschichte von der zweiten Natur, die als eines dialektischen oder kritischen Begriffs, soll nur zeigen, warum das nur die halbe Geschichte ist. Aber sie will diesen Schritt nicht bestreiten. Ja, sodass also die Frage, deine Frage danach, was ist positiv da? Zunächst mal würde ich sagen, ja, positiv da ist meine Freiheit. Die ist jetzt da. Ja. Nur blöderweise ist sie nur so da, ja, dass sie sich, indem sie sich verwirklicht, nur ihren eigenen Verlust mitproduzieren kann. Aber das heißt nicht, dass der erste Schritt falsch ist, ihn zu analysieren, sondern dass er komplettiert werden muss. Nicht zurückgenommen, sondern komplettiert werden muss durch eine Gegengeschichte. Und dann stellt sich die Frage nach der Positivität, glaube ich, noch einmal. Ja. Nämlich, ob das war, was wir vorhin angefangen haben zu diskutieren, ob dieses zugleich der positiven Verwirklichung meiner Freiheit in Resultaten meiner Negationsakte, in denen meine Freiheit wirklich da ist, und der Gegengeschichte, nämlich dass sie sich damit zugleich als Unbewusstes voraussetzt, in der sie nicht da ist, ja, ob diese Dialektik selber nochmal affirmiert werden kann. Ja, also könnte man genauso gut sagen wie, ich gesagt habe, wir müssen nach der zweiten Befreiung fragen, müssen wir nach der zweiten Bejahung fragen, ja? Nach einer zweiten Positivität, die ich hier Affirmation nenne, einfach nur um die Termini zu unterscheiden. Aber die Negativität, um es jetzt ein bisschen schematischer vielleicht zu sagen, die Negativität, die Kraft ist, die polemische Kraft ist, die Determinationsmacht der Natur zu unterbrechen, hat positive Effekte. Ja? Und diese Positivität, wie gesagt, muss man in dieser Gegenstrebigkeit zu analysieren, Verwirklichung des Geistes, Verlust des Geistes, um dann die Frage nach der Affirmation in Bezug auf diese Dialektik zu stellen. So ungefähr ist das Schema, das ich im Kopf habe. Ist das eine Antwort? Oder? Ja, okay. I have a question. Okay, sure. If you're not tired. I'm very interested in what you said about a non-dualistic difference between nature and spirit. So nature and spirit are different notions, are different fields
But this does not produce a dualism in the sense that in the world is divided into two different realms, nature in a part and spirit in another. And I wanted to ask you if in this non-dualistic notion, the notion of life has a particular role in your idea. There is a chapter in your book on life between phenomenology and genealogy. I don't remember the title. I have the impression that life is the non-natural of nature, and life is the non-totally spiritual of spirit, in the sense that is the natural in spirit and spiritual in nature. Is it possible to see in life a role of mediation between the nature of spirit, between the notion of nature and the notion of spirit? This was one question. And another question, I'm not sure I can express it in the right way. You spoke about negativity as something that is not a faculty or a capacity of subject. And you told negativity is not nature and is not culture. It's something that is, and I was wondering, this not nature, not culture, is not the logic in Hegel, as the role of the logic, the role of the logical element of das Logische, that is nor cultural, nor natural, but is the condition of possibility of, and the undertext of this question is, we can say that negativity is not a faculty of the subject, but in this sense, thinking for Hegel is not a faculty of the subject, is something that is not only a faculty of the subject. And this thinking is the object of the science of logic. That's fascinating. A little bit, I mean, like with your second question before, I think the second question maybe I only will touch briefly. So I think that's a very interesting perspective that you open up, and I, what does one say in that moment? I will think about it. Yeah. it's my preferred. It goes in a very interesting direction, and very, I mean, not only interesting, but opens up a perspective for me which I hadn't seen before, and therefore I think I cannot contribute to it. But I can maybe briefly say something on the first question. My impression is that, I mean, the concept of life is, of course, in Hegel, very, very complicated, and there has been very interesting work, as you know, in the last years about it, Thomas Kurana coming. That's not my territory. This is a little bit complicated for me, but I think it shows here that the, I hope this is not tedious for you now, if I say this again, that the concept of life is in itself split, yeah? So, and that this is something we cannot avoid, yeah? Thinking through that split. Namely, on the one hand, we could say, and this is a little bit following Thomas Kurana's argument now, that to say that a spiritual being that is also a natural being, right? And that wants to explain to itself, and this is what philosophy does, right? How the becoming spiritual of that natural being has been possible at all, right? How could it become a subject, right? Will have to describe its own nature as living. Yeah? So, and Thomas Kurana's argument is,
because if we understand nature as living, then we can see it as a certain kind of pre-formation of that self-organization that later will take on a spiritual form. Organization, then we can somehow understand this transformation, right, as from one form to the other. So that would be understanding life in the sense as a self-organizing, the process of self-organization. But I think in terms of the problem of negativity discussed before, we also have to think life as excessive. Mm-hmm. Over any self-organization, right? And in a different book dedicated to the concept of force and also the concept of life in the early German aesthetics from the 18th century, I tried to trace a little bit that other concept of life, which I find very interesting, that in the moment the concept of life becomes a topic for philosophical thinking, does so twice, namely in the emerging biology that then is taken up by philosophy in the theory of organism, as in the second part of the third critique, or later in Hegel and the Romanticism and so on, but also in the context of early modern aesthetics, early modern is not, but in the second part of the 18th century aesthetics, they also speak of life, and they analyze by life not processes that in a certain sense become a total form of an organism, but in a certain sense have that exuberant vitality, one could say, mm-hmm. right? As going, their life means the force of the being to go beyond what it is. Yeah. So, and I think we need both concepts of life. Yeah? So as self-organization and as disruption of their self-organization same time in order to understand in a non-dualistic way, the interconnectedness between nature and spirit by the concept of life. Yeah? So that would be the direction which I would like to take that up. And the other question a very interesting suggestion. Can I just leave it like that and think about it? Yes. Martina Barnaba. Okay. Also vielleicht habe ich auch eine Frage über die Negativität des Denkens. So, meine Frage, ich würde sagen, meine Frage ist über die Verhältnis zwischen dem Mechanismus der zweiten Natur und dem Mechanismus der ersten Natur. Und es ist mir klar natürlich, dass der Geist in der zweiten Natur, wie die Natur funktioniert. Also sie sind nicht egal, sie sind ähnlich. Aber ich bin neugierig darauf, Ihrer Meinung nach, was für eine Rolle spielt die Kritik in diesem Unterschied? Und mit Kritik meine ich die vernünftige, negative Bewegung, Fähigkeit der Vernunft. In der Hegelschen Philosophie natürlich. Und könnten wir sagen, dass der Mechanismus der zweiten Natur anders ist, weil wir Menschen in der zweiten Natur diese geistige, vernünftige Instrument haben und mit dem wir das kritisieren können, was kristallisiert ist. Also wir können den Mechanismus der zweiten Natur kritisieren. Und das passiert nicht natürlich in dem Mechanismus der ersten organischen Natur. So, das ist ungefähr meine Frage. Ja, das ist, ich bin sehr dankbar für die Frage, weil Sie sie auch schon beantwortet haben. Das ist doch klasse. Also nein, weil es genau so ist, wie Sie sagen. Ja, es ist... selbst wenn man sagen könnte, und Sie haben vollkommen recht, dass man das viel präziser machen muss, als ich das jetzt gesagt habe, dass es hier eine Vergleichbarkeit des Mechanischen in der ersten und zweiten Natur gäbe, in der Prozessform, ja, dann unterscheiden sie sich radikal dadurch, wie es diese Prozessform mechanischer Art gibt. Ja, weil ich für die zweite Natur eine Frage stellen kann, die ich für die erste Frage überhaupt für die erste Natur nicht stellen kann, nämlich woher kommt diese mechanische Prozessform? Ja, für die erste Natur kann ich das nicht fragen. Wenn
ich definiere die erste Natur als den Bereich, als die Prozesse, die mechanische Form haben. Da kann ich nicht nochmal fragen, woher kommt sie denn wohl? Ja? Aber bei der zweiten Natur muss ich mich das fragen. Ja? Wie kommt es, dass ein geistiger Prozess diese mechanische Form angenommen hat? Also die mechanische Prozessform im Fall der zweiten Natur ist ein Effekt, ein sekundärer Effekt. Ja? Sodass ich hier die kritische Frage danach stellen kann, wie durch welche Prozesse der Verkehrung, durch welche Prozesse des Selbstverlustes ist diese Prozessform des Mechanischen überhaupt erst hervorgebracht worden. Und das würde ich mit Ihnen genau, ich finde es vollkommen richtig, wie Sie das gesagt haben, das ist die kritische Frage. Ja, wenn Sie, denken Sie nochmal daran, wie Marx in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie Kritik definiert, oder ist es nicht dort, ich glaube doch, wo er sagt, Kritik ist ja nicht einfach so etwas zu sagen, das ist schlecht und das ist gut oder so. Ja? Das ist völlig uninteressant. Das machen wir sowieso die ganze Zeit. Das ist einfach Urteilen. Ja? Sondern Kritik sagt, der fragt nach der Herkunft von etwas. Ja? Und das haben Sie jetzt, glaube ich, genau vorgeführt. Ja? Die kritische Frage zur zweiten Natur ist, wie ist diese Mechanizität in einem Feld des Geistes als dem Feld des Geistes widersprechende überhaupt erst hervorgebracht worden. Ja. Das ist die gesellschaftskritische Frage, glaube ich. Ja. Und diese Frage konkret zu stellen, heißt, glaube ich, auch immer nach den Machtfaktoren dabei zu fragen, ja, auch nach den Interessen dabei zu fragen. Also dass bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft als zweite Natur gelten, was man gar nicht mehr befragen kann, ist selber nicht natürlich, sondern ist natürlich, also ist selbstverständlich, hervorgebracht, ja, durch Strategien, durch Interessen und so weiter. Das ist die kritische Frage. Also die kritische Frage ist, wie operiert, wie funktioniert diese Verkehrung des Geistigen in eine ihm als Geistiges widersprechende Form der zweiten Natur? Wie wird das gemacht? Von wem wird das gemacht? Wie wird es reproduziert? Und so weiter. Das sind die kritischen Fragen, glaube ich, die hier gestellt werden müssen. Und genau wie Sie sagen, für diese Fragen gibt es im Fall der ersten Natur überhaupt keinen sinnvollen Anhalt. Ja. Das heißt, die Differenz der ersten und zweiten Natur kann man genauso formulieren, wie Sie gesagt haben. Zweite Natur ist kritisierbar. Erste Natur ist nicht kritisierbar. Danke. I think we worked enough, and I think we have exploited enough. Christoph, so vielen Dank für die Darstellung, für die wunderbare Diskussion. Und wir hoffen wirklich, dass du hier nochmal kommst für ein Seminar oder für etwas, es war wirklich wunderbar für alle. Ja. Gut, ja, herzlichen Dank für den Dank und für den Applaus, aber natürlich vor allem auch für die Möglichkeit und Gelegenheit, hier zu diskutieren. Ich habe viel gelernt aus den Diskussionen. Gerade auch an den Stellen, an denen ich noch keine Antwort weiß, aber ich habe es mitgeschrieben und habe viel zu denken mitgenommen. Vielen Dank.